Die EU empfiehlt nun, Vorräte anzulegen. Was das zu bedeuten hat, warum überhaupt und vor allem, was ich dir hier für Tipps und Tricks sagen kann bezüglich meiner Familie in der Ukraine, wie sie das gemacht haben, all das erfährst du in einem Video. Hallo meine Lieben, mein Name ist Chrissy Rieger von der Investmentakademie Rieger Consulting. Und ich bin über einen Artikel gestolpert, könnte man sagen. Und hier heißt es, jeder Haushalt soll Reserven für 72 Stunden haben. Die meisten EU-Länder sind nicht in der Lage, im Krisenfall zu überleben. Und dementsprechend soll die EU sozusagen übergeordnet die Bürger darauf sensibilisieren, dass sie mindestens für 3 Tage überhaupt zurechtkommen. Und ja klar, jetzt denkst du dir, naja, das sollte eigentlich gegeben sein, aber tatsächlich ist das heutzutage nicht mehr so gegeben, weil man so ein bisschen verwöhnt ist von diesem, ich kann es ja jederzeit bestellen und es kommt noch an diesem Tag, beziehungsweise ich kann natürlich in jeglichen Einzelhandel, Einkaufsshop gehen und bekomme dort alles, also wozu soll ich denn Reserven vorhalten, plus der Tatsache, dass man natürlich jetzt mehr und mehr auf engstem Raum in Großstädten zusammenlebt und dort dann vielleicht nicht diese großen Kapazitäten hat, jetzt riesengroße Berge von Wasserflaschen dann auch zu horten. Deswegen sieht das die EU als ihre Aufgabe dahingehend zu sensibilisieren. Auf schlimmste Szenarien vorbereitet sein. Der EU-Sonderberater hatte diese Empfehlung am Mittwoch noch gar nicht der Kommissionspräsidentin übergeben können. Da waren sie auch schon eingetreten. Auch in Brüssel lösten die schrecklichen Bilder von der nächtlichen Flutkatastrophe in spanischen Valencia erschrecken und Mitgefühl aus. Und so beschrieb Ursula von der Leyen in bewegten Worten, das Schlammchaos mit Dutzenden Toten gab die Aktivierung des Satellitensystems zur Koordinierung der Rettungsteams bekannt und bot an, das Katastrophenschutzverfahren zu aktivieren. Und dementsprechend daraus resultierend, auch aufgrund der jetzigen Situation natürlich, sagt man, dass die Menschen sollen jetzt Vorräte oder mehr Vorräte halten. Jetzt kannst du sagen, warum? Soll jetzt nur Panik gemacht werden, dass alle Angst haben? Ist wirklich was dabei? Weil natürlich das Eskalationspotenzial ja größer ist, als es geht, ja? Man kann auch sagen, naja, man empfiehlt es, aber warum jetzt? Ja, warum nicht früher? Man sieht ja natürlich den Wandel der Gesellschaft und dass man einfach jetzt anders geworden ist als früher, wo man wirklich selbstverständlicherweise auch Vorsorge betrieben hat. Natürlich kann man auch sagen, jetzt im Krisenkontext wirft das jetzt kein gutes Licht, weil man sich denkt, hey, passiert etwa noch Schlimmeres und ja, was soll das? Und naja, das ist, warum überhaupt dieses Eskalationspotenzial so groß ist, ist natürlich, weil die EU sich auch so stark eingemischt hat. Das heißt, du sorgst dafür, dass die Gesellschaft sich ganz, ganz anders, ich sag mal, entwickelt, was die Vorsorge anbelangt. Auf der anderen Seite sorgst du für ein riesengroßes Eskalationspotenzial und dann sagst du, hey Leute, irgendwie könnt ihr gar keine Vorsorge mehr betreiben. Also, ja, sagen wir euch, was ihr halt jetzt zu tun habt. Einmischung sehr, sehr groß, ob jetzt Ukraine oder Georgien, sehen wir ja jetzt gerade. Und dann finde ich noch einen Peace Index, der passt jetzt einfach auch ganz gut, der Global Peace Index der Denkfabrik Institute for Economics and Peace, der IEP. Und der hat am 11. Juni diesen Jahres in London diesen Peace Index veröffentlicht und ich finde, das ist ganz, ganz interessant, denn es sind so viele Länder in Konflikten verwickelt wie noch nie seit 1945 und das sorgt natürlich auch für Unruhe. Was ist jetzt gerade los auf der Welt? 92 Länder sind derzeit in Konflikten verwickelt. Das kriegt man so gar nicht mit, weil man einfach nur die ganze Zeit Ukraine und die russische Gefahr sieht und vielleicht jetzt so ein bisschen brodelnd in Georgien oder Israel. Ja, Afghanistan hört man so ein bisschen, aber sonst dann auch nicht mehr viel. Aber 92 Länder und das ist besorgniserregend. So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht mehr. Hauptverantwortlich für die Verschlechterung der Konflikte oder beziehungsweise hauptverantwortlich sind die Konflikte im Gazastreifen und Ukraine, heißt es zumindest in diesem Bericht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du das aufnimmst und wie du darauf reagierst. Du kannst jetzt sagen, nee, ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang und das Eskalationspotenzial ja schön und gut, aber da wird auch nichts passieren, von daher mache ich jetzt nichts. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, oh ja, ich sehe da auch so einen gewissen, ein gewisses Konfliktpotenzial und ich möchte mich darauf vorbereiten. Die Vorbereitung könnte, ich sage mal, in 2 Schritten passieren. Einerseits, du bleibst, wo du bist,
vielleicht auch in dem Land, wo du fürchtest, dass es einen Konflikt gibt. Und dann dementsprechend musst du dich auch vorbereiten. Wie bereitet man sich vor? Klar, es gibt ganz, ganz viele Artikel und Berichte und du kannst da ganz, ganz viel lesen. Ich möchte dir hier etwas ganz, ganz anderes geben und zwar die Erfahrungen von meiner Familie in der Ukraine. In der Ukraine ist gerade Krieg und wie haben sie sich vorbereitet bzw. während des Krieges darauf reagiert? Und das möchte ich dir jetzt hier so ein bisschen darbieten, denn es ist so, in der Ukraine gibt es zeitweise immer keinen Strom. Es wird abgeschalten, ja, die Region bekommt das, dann bekommt es die Region. Also das kann schon locker mal 6 Stunden sein, dass du keinen Strom hast. Wie hat es meine Familie gemacht? Sie kochen mit Gas. Das ist natürlich eine große Erleichterung in der Zeit, weil ich meine, 6 Stunden zu überbrücken, klar, kannst du auch anderweitig machen, aber in der Form ist es natürlich schön, dass du einfach weitermachen kannst. Oder zum Beispiel Licht mit Kerzen. Auch eine Vorbereitung, man hat sie da und schon und noch ein bisschen am Feuerzeug oder Streichhölzer und schon bist du da abgesichert. Dort, also in der Ukraine, gab es immer schon, seit ich dieses Grundstück kenne, ein Plumpsklo. Ist auch immer für Notfall einfach perfekt und ideal da. Ja, kannst du jetzt vielleicht nicht in deinem Garten buddeln, aber auch das sollte im Hinterkopf sein. Wie mache ich das, wenn jetzt irgendwie die Stromversorgung nicht mehr da ist? Und natürlich einen Brunnen, denn auch die Wasserversorgung sollte man einfach im Hinterkopf haben. Wie mache ich das? Man kann einfach, ich sage mal, Wasserflaschen horten, je nachdem, wie viel Platz man hat. Es gibt solche Tabletten, so Wasseraufbereitungstabletten, die es auch länger haltbar machen, dass man dann einfach diese Möglichkeit hat, dann schnell sozusagen sich Wasser haltbar zu machen. Ja? Also daran denken, Klo, Kochstelle, am besten nicht die gleiche Stelle, Licht, Wasserversorgung und natürlich Essen. Ja, Essen ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Lebensmittel, die sich lang aufbewahren lassen, ohne jetzt Fertiggerichte zu kaufen. Es gibt ja so ganz viele Fertigdosen, wo man dann einfach sozusagen vielleicht dann aufkochen muss oder vielleicht auch gleich das essen kann. Ich weiß, viele von euch, die mögen das auch nicht. Also das bedeutet, du kaufst dann etwas, was du dann vielleicht wegschmeißen musst, weil du es nur im Notfall essen würdest. Und das ist schade, deswegen kannst du auf Lebensmittel zurückgreifen, die du vielleicht im Alltag sowieso schon benutzt, wo du einfach dann ein bisschen mehr dann zu Hause davon hast. Zum Beispiel Nüsse und Samen, ja, Mandeln, Walnüsse, Cashews, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen. Chiasamen zum Beispiel kannst du einfach mit Flüssigkeit zu einem Chia-Pudding sogar machen, also da hast du sogar mehr Variationen und auch sehr nahrhaft. Dann gibt es getrocknete Früchte, kann man auch machen. Es gibt sogar getrocknetes Gemüse. Auch, ja, muss man einfach mal ausprobieren. Und man braucht halt einfach keinen Kühlschrank dafür. Musst du mal gucken, wie die Lebensmittel gelagert werden. Oder Dosenwaren, aber ich meine jetzt nicht Fertigprodukte, sondern sowas wie Thunfisch, Sardinen, Linsen, Bohnen, Mais. Da gibt es ja auch alles Mögliche, was man auch für den Alltag dann auch gebrauchen kann. Und das dann nach und nach einfach die Ältesten dann einfach aufbrauchen und dann wieder neue nachkaufen. Cracker und Kekse, ja, da gibt es auch Reiswaffeln. Nudeln und Reis, da gibt es ja sogar Instant-Nudeln. Oder eben Reis ist auch immer gut. Müsliriegel, Proteinriegel, Haferflocken. Haferflocken ist so auch das Superfood eigentlich schlechthin. Kannst du auch mit Milch und Wasser. Du musst es nicht mal großartig kochen, sondern man kann es auch einfach über Nacht einlegen. Die sind dann auch ganz schnell so aufgequollen und essbar. Honig ist einfach sehr, sehr, sehr lange haltbar. Wirklich, denkt man nicht, fast ewig. Ja, getrocknete Fleischwaren habe ich mich hier noch aufgeschrieben. Zum Beispiel so Salamis, kennst du, die man da auch ewig aufbewahren kann. Musst einfach nur schauen, welche du magst und welche du sowieso gerne hast und wie lange sie eigentlich dann wirklich haltbar sind. Olivenöl und es gibt sogar Milchpulver. Kennt man ja bei der Babynahrung. Also kann man auch sich dann überlegen, ob man sowas dann auch braucht. Bei den meisten Sachen braucht man dann auch keinen Kühlschrank, was ein großer Vorteil ist. Man muss es nur an einem kühlen Ort, manche Sachen dunkler auch, lagern. Da bietet sich zum Beispiel Keller an, wenn man einen Keller hat. Meine Familienmitglieder zum Beispiel haben viele Lebensmittel haltbar gemacht. Durch Fermentierung, Einlegen, Räuchern, Einfrieren. Einfrieren ist natürlich wichtig, dass man Strom hat. In der Zeit, wo sie keinen Strom hatten, ist es so, dass die Gefriertruhe das Ganze dann noch so weit speichert, dass das noch geht, dass es dann sozusagen wieder durch den Strom wieder ganz kalt gemacht wird oder wieder einfach zirkuliert und dass das einfach noch so funktioniert. Wenn du natürlich jetzt über Wochen keinen Strom hast, ist ein anderes Szenario, aber da kannst du natürlich dann auch nicht alles einfrieren und dich darauf verlassen, dass das dann geht, dann hast du im Worst-Case-Szenario auf einmal sehr viel zu essen, weil alles auf einmal auftaut. Ja, und
ganz, ganz wichtig, weil das auch viele unserer Kunden dann zu uns kommen und sagen, ja, wir brauchen zum Beispiel Edelmetalle zum Tauschen in Krisensituationen. Und wir sagen immer, Edelmetalle ist eine Investition, die aber einen ganz anderen Faktor hat. Es ist etwas, das du in der Hand hast. Es ist einfach, ja, es hat einen anderen Stellenwert als jetzt zum Beispiel Aktien. Aber nicht dafür, dass du in der Krise damit rumläufst. Jetzt überleg mal, du stellst dir so das Worst-Case-Szenario vor, wo es keine Bankautomat oder keine Bankautomaten mehr funktionieren, wo es kein Kartensystem gibt, und in diesem Szenario läufst du dann mit deinem Gold herum? Also entweder bist du dann ja ein absoluter Kämpfer und weißt, dich zu verteidigen, aber glaube mir, wenn gerade alles irgendwie so gefühlt untergeht und du dann mit deinen kleinen Goldbarren rumläufst, also es wäre nicht die optimale Sache, würde ich sagen. Dann lieber Tauschgüter, in dem Fall wie zum Beispiel Tabak, Zucker, Alkohol, Kaffee, dann lieber wirklich dann auf den Tausch gehen und nicht mit seinen Edelmetallen rumlaufen, die einem dann einfach so entwendet werden können, ja? Ja, das wäre jetzt so das eine Szenario, und jetzt weißt du, wie es ja meinen Familienmitgliedern in der Ukraine ergangen ist. Und natürlich, wenn es so ist, dass du wirklich direkt in dem Gebiet bist, wo, ich sag mal, Bomben abgeworfen werden, dann wirst du wohl kaum sagen, naja, ich bleibe jetzt da. Da gibt es auch genug, die sagen, nein, das ist mein Zuhause und ich werde es nicht verlassen, denn ich weiß auch gar nicht, wohin. Ich möchte niemanden, eine Last sein, und ich werde da bleiben, und wenn es sozusagen mein Schicksal ist, dann ist es das. Ja, jeder sieht das anders. Es gibt solche Entscheidungen und solche. Aber wenn du sagst, nein, mein Szenario ist, ich verlasse das Land, entweder kurzfristig oder schon vorher, weil ich einfach zu besorgt bin. Das ist nämlich das Problem. Du kannst denken, es passiert nichts. Du kannst denken, es passiert etwas. Das Wichtige ist, dass du dich so vorbereitest und so handelst, dass du nicht die ganze Zeit in Panik bist, irgendwelche Sorgen und Ängste hast, sondern wirklich sagst, so, für dieses Szenario, was ich im Kopf habe, ist alles abgedeckt und so würde ich darauf reagieren. Und schon hast du wieder einen ganz anderen, ich sage mal, eine ganz andere Lebensqualität, ja, von dem, was jetzt gerade passiert. Jedenfalls, du musst dir vorstellen, in der Ukraine war es so, dass bei Ausbruch des Krieges die Grenzen direkt, also dort sind ja Grenzkontrollen sowieso, und die Grenzen wurden aber dann mittags auch geschlossen für diejenigen, die wehrpflichtig sind, damit nicht alle einfach aus dem Land flüchten, denn sie sollen ja, naja, an die Front geschickt werden und da was machen. Männer wehrpflichtig bis 60 Jahre, das heißt, ab da konntest du natürlich das Land verlassen, auch Frauen und Kinder, oder Männer, die dann ausgesondert wurden, haben dann in der Zeit dann das Land verlassen, oder in der Früh tatsächlich, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber da ist eben die Sache, wenn du jetzt sagst, oh, Krieg ist ausgebrochen, ich verlasse das Land, und dann war es auch tatsächlich bei meinen Familienmitgliedern, also bei zwei von meinen Familienmitgliedern so, sie haben es tatsächlich in der Früh geschafft, das Land zu verlassen, sind aber dann zwei Wochen später wieder ins Land gegangen. Denn so ein Krieg zieht sich. Und was machst du im Ausland, wenn du nicht weißt, was du tust und wie du da vorgehst? Und ja, das ist einfach eine schwierige Situation. Und die Frage ist halt wirklich, wie würde ich agieren? Wenn man das einfach mal durchgespielt hat, dann nimmt man sich selber einfach diese gesamten Ängste und weiß dann einfach, wie zu agieren ist. Das sage ich ja auch immer beim Investieren. Wenn du es immer einmal weißt, einmal richtig gelernt hast, dann machst du das bis an dein Lebensende immer gleich. Du machst dir gar keine Gedanken daran. Ja, das ist wie Zähneputzen. Ja, am Anfang so als Kind, oh, ist ja total anstrengend, will ich nicht und voll nervig. Und jetzt ist es halt einfach, es passiert, es ist Gewohnheit geworden. Ja, die Frage ist natürlich, wie das in der EU läuft, ja, wenn jetzt in Deutschland irgendwas wäre, wie das mit den Grenzen dann vonstatten geht oder ob die Grenzen auch weiterhin in der ganzen EU dann auch so weit offen sind. In der Ukraine ist es sogar so, das habe ich auch extra nochmal nachgelesen, dass du als Mann im wehrpflichtigen Alter, zum Beispiel mit doppelter Staatsangehörigkeit, wenn du dann zurück in das Land, also wenn du schon woanders gelebt hast und du kommst eben deine Familienmitglieder besuchen, dann kommst du rein, aber vielleicht nicht mehr raus, weil du dann an die Front geschickt wirst, weil du mit auch ukrainischer Staatsangehörigkeit eben für das Land deinen Soll tun musst. Das ist schon richtig heftig und sollte man dann eben auch wissen im Fall X. Die Frage ist dann natürlich, gibt es Länder, die besser sind? Weil da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, dass Menschen sagen, hey, es gibt es nirgendwo, wo es besser ist, also von daher bleibe ich, wo es ist. Du hast deine Möglichkeiten zu bleiben, wo du willst.
Aber man sollte nicht sagen, weil es nirgendwo besser sein kann, denn das stimmt gar nicht. Ich bin jetzt auch kein Freund, der sagt, jetzt wandere in dieses Land aus, denn du weißt nie, was in diesem Land dann passiert. Ich bin eher der Freund davon, dass man flexibel bleiben soll und agieren kann und reagieren kann, was denn so alles passiert. Ja, es ist so, ich habe mal recherchiert, welche die friedlichsten Länder der Welt sind. Und nur 10 Länder weltweit gelten dem Global Peace Index nach zusammen als vollkommen friedlich. Ja, weder sind sie in Kriege verwickelt, noch gibt es Konflikte, die irgendwie den Zusammenhalt der Gesellschaft bedrohen. Und es ist ganz witzig, wie Deutschland da abschneidet. Aber jedes Jahr erstellen Experten und Friedensinstitute zusammen den Weltfriedensindex. Das Ranking soll zeigen, welche Länder einfach die sichersten sind und die friedlichsten, damit du da einfach einen Überblick hast. Und du kannst von den Ländern halten, was du möchtest. Ich wollte in diesem Zusammenhang einfach dir nur zeigen, dass es Länder gibt, wo es tatsächlich auch, die zu den friedlichsten gelten. Dazu zählen Botswana, Chile, Costa Rica, Uruguay, Mauritius, Panama, Japan tatsächlich, Vietnam, Katar und die Schweiz. Ja, es hat in Europa auch ein Land dorthin geschafft. Was auch interessant ist, genau das Gegenteil. Wer sind eigentlich die schlimmsten Länder? Und da durfte auf dem letzten Platz der friedlichsten Länder sozusagen und damit das schlimmste Land, Afghanistan den letzten Platz räumen und hat Platz gemacht für Jemen. Afghanistan ist trotzdem ganz weit unten, zusammen mit Sudan und der Ukraine jetzt. Und natürlich sind auch Länder wie Israel, Palästina, Ecuador, Haiti und Gabun mit dabei. Und Deutschland ist, seit diese gesamten Krisen und gesellschaftlichen Spaltungen hier begonnen hat, ist runtergerutscht. Es war eigentlich relativ weit oben und ist runtergerutscht auf Platz 20. Also nicht mehr so ein schöner Platz wie zuvor. Österreich ist da viel weiter oben. Beim Zweiten Weltkrieg gab es auch zum Beispiel Länder, selbst in Europa, die als friedlich galten. Weil man denkt dann immer, naja, Weltkrieg, da ist ja jeder irgendwie beteiligt. Und da ist interessant, selbst in Europa, wo das alles so geballt stattgefunden hat, da gab es 6 europäische Staaten, die offiziell neutral geblieben sind und sich nicht direkt in Kampfhandlungen beteiligt haben. Und dazu zählte Irland, Schweden, Schweiz, Spanien, Portugal und die Türkei. Aber letztere nur bis Februar 1945. Ich kann dir jetzt in diesem Zusammenhang nicht sagen, geh bitte dorthin, auch wenn ich selber auf Weltreise bin. Ja, ich habe meine eigenen Eindrücke, wie ich ein Land empfinde und jeder macht das aufgrund von seinem Erfahrungsschatz. Also wirklich, ich kann dir nicht sagen, da musst du hin und das ist richtig. Du kannst dir nur einfach eins merken. Es ist angenehmer, das Leben, wenn du wirklich flexibel bist. Und egal, wie du dich vorbereitest, das, was du immer machen musst, egal zu welcher Vorbereitung, ist, dich finanziell vorzubereiten. Es ist nun mal so, Geld und Daten regieren die Welt. Früher Geld regiert die Welt, ja, der schöne Spruch. Und jetzt inzwischen musst du die Daten noch mit dazu, denn das ist etwas, wo sie wie Schießhunde dahinterher sind, ja. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man aus den Währungen einen Teil aus den Währungen seines Geldes holt. Ja? Du hast viel Zeit investiert, um dieses Geld, oder vielleicht hast du viel Zeit investiert, um dieses Geld hier zu erarbeiten. Also von daher wäre es schade, wenn du es einfach dann rumliegen lässt und gerade in Währungen, die irgendwann immer ihren ursprünglichen Wert erreichen und das ist null. Dementsprechend ist es wichtig, einen Teil in Sachwerte umzuwandeln. Wie ich dir schon gesagt habe, Sachwerte sind zum Beispiel Edelmetalle, aber natürlich auch Aktien oder Sammlerwerte, je nachdem, wo du dich wohlfühlst, wo du besser dich auskennst. Und alles ist erlernbar. Das sagen wir ja allen unseren Kunden und an unseren Kunden siehst du es ja, dass es möglich ist. Und investiere immer solide und sicher. Lass dir nichts aufschwatzen oder irgendwelche Experten, die das für dich machen. Ja, sei unabhängig, flexibel, sei dein eigener Experte, weiß, hol dir das Wissen und wende es an. Und du wirst sehen, es ist einfach irgendwann Gewohnheit und du weißt, was du zu tun hast. Und egal, welcher Krisenfall kommt, ob jetzt die Märkte sinken oder ob sie steigen, weißt du dann einfach, wie du agieren sollst, wie man sich verhält, ohne in Panik zu geraten. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig und deswegen auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Schreibe mir in die Kommentare gerne deine Meinung zu diesem EU-Rat,
Schlag, ja, was Sie hier sagen mit den Vorräten. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Vorräte? Inwieweit bereitest du dich vor? Oder was sind deine Zukunftsszenarien? Da können wir einen schönen Austausch machen, weil einfach sehr viele sich da alleingelassen fühlen in diesem Zusammenhang. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir uns da auch austauschen und uns gegenseitig da auch die Ängste nehmen. Also schreib in die Kommentare, wie es bei dir aussieht, wenn du Lust hast. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!